Hey, ich bin Timo. Diese 10 Parfums habe ich in meinem Leben am allermeisten benutzt, am meisten gesprüht. Oh ja, und bitte lass mich eines nochmal sagen. Da ich über 300 Parfums habe und ich im Jahr 23 über 100 verschiedene Düfte getragen habe, im Jahr davor knapp unter 100 verschiedene, ist es so, dass manche gar nicht so viel benutzt worden sind, ne? Weil ich nutze einfach immer fast jeden Tag einen anderen Duft, so gefühlt. Von daher gibt es nur wenige Düfte, die ich wirklich komplett aufgebraucht habe und wieder eine Flasche geholt habe und wieder eine Flasche. Kam nicht ganz so oft vor, deswegen die hinteren Plätze, da ist manchmal gar nicht so viel raus. Jedenfalls wahrscheinlich für den einen oder anderen. Was ist dein Duft, den du am meisten in deinem Leben benutzt hast? Wahrscheinlich hast du schon die 7. oder 8. Flasche, okay? Gerne mal kommentieren, welcher Duft das so ist. Und da würde ich mal sagen, legen wir mal los. Hier kommen meine Top 10 der am meisten von mir benutzten Parfums. Ab geht's. Legen wir los mit Platz Nummer 10. Bezahlbar, sexy, süß und frisch. Das hat mich beim ersten Mal riechen komplett abgeholt. Wow, wie ein Bus voller hübscher Isländerinnen und Schwedinnen, die einfach sagen, komm mit. Du brauchst nie wieder arbeiten, wir sind reich, wir nehmen dich einfach mit und egal. Platz Nummer 10 ist einfach sexy. Ja, viele sagen ein NPC-Duft und bla bla bla. Ey, wenn du einfach einen Duft suchst, der super ist, der funktioniert, dann kannst du Eros immer noch tragen, ne? Ob für den Club oder vielleicht auch fürs Büro, wenn man nicht ganz so viel sprüht. Ich finde, das EDT ist einfach ein richtig guter Duft. Punkt, okay? Vanillige, süße Minze. Oh, ich war so in love, als ich den hier zum ersten Mal gerochen hatte. Das war richtig, oh, Hammer, Hammer, Hammer. Hab mir eine 30 ml Flasche geholt, hab die so ein bisschen benutzt, war enttäuscht, weil im Sample-Ding war das irgendwie besser, die Haltbarkeit. Und ich war so, oh nee, dann, Kumpel gegeben, da war ein bisschen was raus, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel ich da benutzt hatte. Vielleicht auch die Hälfte oder so, ihm dann geschenkt. Hab mir die große hier geholt. Ganz ehrlich, mir ist dann irgendwo aufgefallen, dass die Haltbarkeit richtig stark ist. Richtig, richtig stark. Habe ich immer gar nicht wahrgenommen. Ne? Habe dann irgendwann mal den Test gemacht, habe auf meine Klamotten mal gesprüht, ins Badezimmer gemacht über Nacht. Ich kam am nächsten Morgen rein und dachte, Alter, wie krass riecht das denn hier nach Eros? Also der hält und hält und hält. Manchmal wird man richtig schnell nasenblind. Das ist ein Kandidat, wo es auf jeden Fall bei mir so war. Den habe ich irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Aber ich sag dir, ich finde ihn immer noch sehr, sehr stark. Platz Nummer 9, das ist ein bisschen teurer und da tut jeder Sprühstoß weh, von Roger Elysium, das Parfum Cologne. Riecht wirklich wie so ein richtig reicher Typ auf seiner Yacht. Ich sag immer so, dieser Wolf of Wall Street Typ, ja, dieser Yachtszene, Sonnenschein auf seiner Yacht, hübsche Frau dabei, es läuft, ja, erfolgreicher Kerl. Davon möchte ich auch gerne ein bisschen was abhaben und möchte so ähnlich riechen, also habe ich ihn mir geholt. Ein wunderbar leichter, zitrischer Duft. Leicht, warum? Das kann es gar keinem erzählen. Haltbarkeit ist nicht so wirklich berauschend, ne? Aber wenn du genug Cash hast oder so wie ich das bei Parfumo für einen okay Preis findest, dann gerne mal auschecken. Ist meine zweite Flasche und den ganzen Preis würde ich hier auch nicht für zahlen. Aber richtig schön, ne? Grapefruit, zitrisch und wow! Also wenn du zitrische Parfums magst und ein bisschen was ausgeben möchtest und es ist okay, dass der so viel Haltbarkeit hat, check den sehr, 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 sehr gerne mal aus. Haltbarkeit ist auch bei Platz Nummer 8 nicht überkrass, aber es ist noch in Ordnung und die Duftdinner ist eh das Wichtigste und der ist wahnsinnig schön. Aus Italien, Gritti, Your Soul, Wayna. Geil, Mann, ist das schön. Der italienische Aventus, wie ich immer sage. Ohne Ananas, er hat rote Früchte, Tabak und da denkst du so, Aventus, hä? Aber sprüh den mal, dann weißt du, was ich meine. Ja, diese schwarze Johannisbeer, die bringt das richtig schön hervor. Das riecht sehr schick und irgendwie auch edel, elegant und modern. Ich mag diesen Duft sehr. Grüße gehen raus. Mein Vater, der hat sich auch in diesen Duft sehr verliebt, hat mittlerweile auch diesen hier. Ne? So, was habe ich noch auf Platz Nummer 7? Ja, man kann gleich sehen, wie viel da noch drin ist. Gar nicht so viel oder so wenig, aber das reicht schon für Platz Nummer 7. Von Louis Vuitton, genau, Imagination, Imagination, ganz egal, wie du das nennen willst. Es ist einfach mein Lieblingsduft. Ne? Ich bin ja so ein bisschen voreingenommen deswegen, aber es ist einfach der geilste Freshie, den es gibt. Warum kann ich das sagen? Ja,
bisschen was Zitrisches, Frisches, aber durch diesen schwarzen Tee und Ambroxan bekommt das einfach so einen ganz besonderen Twist. Ja? Auch Ingwer für so ein bisschen Schärfe, will ich mal sagen. Ja? So, das ist schon echt genial gemacht. Und ich sag dir, das ist einfach eine himmlische, sommerliche DNA. Zum Glück kann man den ein bisschen günstiger, in Anführungsstrichen, wieder auffüllen. Aber ich weiß, ist abnorm und teuer. Platz 6. Der ist für unter 100 Euro schon zu bekommen für 50 ml. Bei Parfumo ist der auch mal richtig gut da am Start in Sachen Preis. Und dann kannst du den auch mit der neuen Cap sehr gerne holen. Ja, den haben sie zum Besseren reformuliert, ne? Mit der goldenen Cap. Das ist Goldfield & Banks Pacific Warp Moss. Das ist genau, sehr, sehr schön, aufgepasst. Australien im Flakon. Das riecht nach Sonne, das riecht nach Spaß, nach Leben am Strand. Duschgel-Vibes am Start. Jo, auf jeden Fall, ist sehr duschgelig. Zitrone, Salbei, auch was Moosiges hier drin. Der ist sehr, sehr schön für den Sommer. Haben hier richtig viele schon nachgekauft, meistens Frauen. Und wieso? Weil er einfach richtig schön ist für den Sommer. Falls du noch einen Sommerduft suchst, der auch ordentlich hält, dann mal ausprobieren. An meiner Arbeitskollegin rieche ich den nach 8 Stunden noch mit der goldenen Cap. Und die sprüht nicht so oft. So, Platz Nummer 5 sind wir mittlerweile schon. Das ist jetzt mal was, wo auch der zweite Flakon schon am Start ist und am Wirken ist. Sehr teuer. Hole ich mir den dritten? Weiß ich noch nicht, denn das ist ja Aventus von Creed. Ich mag ja diese DNA, sage ich immer wieder auf meinem Kanal. Es ist sehr bekömmlich. Ja? Den nimmst du einfach, gerade wenn ich gar nicht weiß, was ich nehmen soll, dann ist das so ein richtig schöner Herrenduft, der sich überall gut einfügen kann. Ne? Selbst wenn es mal ein Date wäre oder kommt der schwedische Handballbus jetzt vorbei, dann kannst du den mal eben kurz nehmen. Da riechst du super mit. Ja, den kennen wir alle wahrscheinlich, falls nicht, dann wärst du einen der extremst vielen Dupes kennen. Oh Mann, aber es ist einfach, der OG ist richtig cool. Ne? Ich habe hier noch die Plastikkappe. Bitte sag mal, falls du so eine Metallkappe hast, ob der jetzt besser ist, deutlich besser oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich traue dem Braten irgendwie noch nicht. Ne? Ganz ehrlich, 50 ml, 200 Euro ist sehr, 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 sehr viel. Von daher, ich bin da noch sehr unentschlossen, aber ist einfach ein schöner männlicher Ananasduft. Oh ja, Platz Nummer 4. Wo wir schon bei Aventus sind, dann nehmen wir mal den. Hierauf wurde ich richtig oft schon angesprochen drauf. Auf Aventus Cologne. Die noch leichtere Version, kann man das sagen, wo die Haltbarkeit schon in Ordnung her ist. Sie ist besser. Ist ein würziger, mandariniger Duft mit Moschus. Das ist schon cool. Ne? Das ist schon geil. Ob man den haben muss, weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Ich habe mir den irgendwann mal gekauft, weil ich da Bock drauf hatte und habe den benutzt und benutzt und benutzt. Dann war da ganz, ganz schnell der Flakon wie leer und dachte mir, Timo, du weißt schon, dass es teuer ist. Ne? Den habe ich so oft getragen, immer wenn ich Bock hatte, schön raus in die Sonne, dann ist der Duft einfach richtig cool. Und da wurde ich sogar schon mal angesprochen, auf der Arbeit, aber auch ich habe den schon mal im Fitnessstudio benutzt, irgendwie 2-3 Mal, wurde dann auch einmal auf angesprochen. Der hat sich gleich aufgeschrieben, wie der Duft heißt und so, war schon cool. Aber der ist sehr, sehr teuer, leider. Aber ja, Timo, du trägst teure Düfte beim Sport? Ja, manchmal habe ich gar keinen Bock zum Sport. Und dann motiviere ich mich damit, indem ich mir 2 Sprühstöße davon gönne. Ja, das mache ich. So, beim nächsten, da habe ich doch in meiner Anfangszeit richtig viel runtergerockt. Damit hatte ich gar keinen Bock irgendwie auf Parfum. Das war gar kein wichtiges Thema. Mittlerweile gibt es nichts anderes mehr. Und da war ich in New York. In dem Hollister Store, wonach riecht es nach SoCal? Und da musste ich diesen Duft einfach haben. Das ist ein ledriger Ananasduft. Ne? Also mehr Leder als Ananas, hält auch nicht so dolle. Ich weiß nicht, in der Konzentration hier drin. Wenn sie den noch ein bisschen stärker machen könnten, ne? Dann wäre das ein Teil, könnte ich ständig erwähnen. Ist jetzt die zweite Flasche davon, das ist so ein Erinnerungsduft eher. Damit ich ab und zu mal wieder riechen kann. Aber ich habe das Gefühl, das roch mit dem anderen irgendwie geiler. Ne? Das habe ich mir direkt in den USA geholt. Das war irgendwie, war cooler. Oder ist da meine Erinnerung irgendwie falsch? Weiß ich nicht. Der ist sehr, sehr schön, aber der hält leider wirklich nur, jetzt muss ich das zitieren, was ich ständig lese, von 12 bis mittags, von der Wand bis zur Tapete. All das, was ich jeden Tag lese, ist ja auch oft berechtigt. Nicht immer. Manchmal denke ich so, der Duft, der hält, was? Das steckst du, den ich kenne, so ungefähr. Aber hier kann ich das sehr verstehen, wenn du sagst, ich rieche den nicht lange. Ist wirklich so. Ne?
Immerhin ist der relativ günstig zu bekommen. Relativ. Platz Nummer 2. Den habe ich in meiner Ausbildungszeit so oft getragen. Ich weiß nicht, was mich dazu geritten hat, den mir zu kaufen oder warum ich den hatte und dann den wieder gekauft habe. Ich kann mich noch daran erinnern. Da war ich irgendwie Anfang 20 oder noch nicht mal und habe mir den noch mal bestellt gehabt. Ja, und jetzt habe ich den irgendwann, damals habe ich ihn weggeworfen. Da war gar nichts mehr drin und dann war es irgendwie egal. Habe ich mir nämlich Platz Nummer 1 geholt. Ja, dieser Duft hat mich durch meine Ausbildung gebracht. Hugo Boss Dark Blue. Kennst du nicht? Ist okay. Das ist ja okay. Na, das ist ein sehr synthetischer, irgendwie frischer, würziger Duft auch. Also man merkt so ein bisschen was Grapefruit-artiges raus und dann ist das alles irgendwie so ein Schleier aus ganz viel. Ja, ich glaube so ein bisschen würziger Kardamom und so. Und ja, es ist kein Duft, den ich jetzt heutzutage mehr tragen würde. Ich habe mir den auch noch zur Erinnerung nochmal wiedergeholt. Also würde ich heutzutage nicht mehr tragen. Ne? Damals fand ich den super gut. Super gut. Ich habe ja ständig den getragen. Ich glaube nicht nur zur Ausbildung, auch davor. Ja, vielleicht kennt ihr das, ne? Damals super oft gerockt den Duft. Heutzutage denkt ihr, was habe ich da denn getragen? Nee. Geh mal weg damit so ungefähr. Aber so war das damals. Das ist meine Nummer 2. Dark Blue ist irgendwas Synthetisches, Frisches, Würziges. So wie The Blazing Mr. Sam auf Synthetisch für Jugendliche ganz günstig. Ja, nee. Würde ich heutzutage auch eher nicht so sehr empfehlen. Den fand ich irgendwie cooler, den doch früher. Okay, Platz Nummer 1. Das müsste, glaube ich, jetzt wirklich schon die dritte Flasche sein, den ich hier habe und zeigen kann. Lange nicht mehr benutzt. Ich glaube, vor 2 Jahren zuletzt beim Sport. Aber der ist schon cool. Der ist schon cool. Invictus von Paco Rabanne ist meine Nummer 1. Ich habe keinen Duft so oft getragen. Ich war auf Festivals, auf Dates, ich glaube auch zur Schule, im Alltag. Ich habe alles damit erlebt, gute Sachen wie schlechte Sachen. Ja, ein Duft, mit dem mich auch meine Ex-Freundin verbindet. Ich hatte sie mal gefragt, ja, ich brauche mal einen neuen Duft oder so. Was passt zu mir? Und dann hat sie mir das Bild geschickt. Und ich dachte, ja toll, den habe ich ja schon. Ne? Und den habe ich super oft getragen. Also Parfums machen Erinnerungen und dieser Duft hat mich locker, ich weiß nicht, 5, 7, 8 Jahre begleitet. Mittlerweile trage ich ihn nicht mehr, weil ich auch so viel habe. Ein frischer Duft, aquatisch, ja, auch aromatisch. Ja, ein bisschen Grapefruit und das ist, hat diese Bubblegum-Süße, ja, dieses sexy, jugendlich, verspielte, süße, ein toller Duft, den kannst du auch, so wie ich es damals gemacht habe, überall einsetzen, ja, für Dates, auch für den Club, ja, ein bisschen frischer vielleicht unterwegs, aber auch so eine gewisse angenehme, ich fand die angenehme, die Süße, ja, so was Bubblegum, so Kaugummi-mäßiges, oh, ist der cool. Letztens wieder an so einen Typen gerochen, als er vorbeigegangen ist und dann dachte ich so, ey, das war doch hier dieser Duft, eigentlich gar nicht mal verkehrt, ne, ja, das war quasi damals ich. Das ist irgendwie in meine DNA mittlerweile übergetreten wahrscheinlich. Ja, so, jetzt habe ich mal wieder viel zu viel geredet. Jetzt bist du dran, mein Lieber. Gerne mal kommentieren, wie du meine Gurke findest. Also die Gurke, die da hinten ist. Ja? Das ist mein Weihnachtsgeschenk gewesen. Traurig, aber wahr. Rick and Morty übrigens, eine tolle Serie. Gerne mal angucken. Ja, aber was ich aber eigentlich sagen wollte, welchen Duft hast du im Leben am allermeisten benutzt? Vielleicht ja auch Invictus. Und das ist dann der dritte Flasche. Kommentieren. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Habe ich den geschenkt bekommen oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube ja. So, kommentieren, welchen Duft du am meisten getragen hast und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Deine Gurke, der Parfum-YouTuber. Das passt auch für die zwei, die immer Daumen runter machen. Ich grüße auch euch. Ja, habt auch du noch gerne einen wunderbaren Tag und für alle, die mir folgen und einfach cool dabei sind, immer kommentieren. Ich finde euch absolut geil, weil mir macht das Ganze sowas von Spaß und auch alles dank dir. So, und jetzt auf Wiedersehen, bye bye, deine Gurke, Timo, ciao.